Und auf die Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern im September blicken also alle Parteien mit Argusaugen. In den aktuellen Umfragen liegt die AfD deutlich vorne. Mit unter den Top 3 ist aus dem Stand aber auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Ampelparteien spielen bis auf Brandenburg mit der SPD keine Rolle. So wird das BSW bereits als Koalitionspartner umgarnt, auch von der AfD. Gut gelaunte Mienen bei der AfD-Spitze. Trotz zahlreicher Skandale, die Stimmung scheint nicht getrübt zu sein. Eher im Gegenteil. Die Partei hofft auf Wahlsiege bei den Landtagswahlen im Osten. Koalieren will mit der AfD allerdings niemand. Ist dennoch eine Zusammenarbeit etwa mit dem neuen Bündnis Sarah Wagenknecht denkbar? Die AfD-Delegierten sind gespalten. Zusammenarbeit wird es nicht geben. Wir dürfen nicht vergessen, woher Sarah Wagenknecht stammt und welche politischen Aussagen sie in der Vergangenheit getätigt hat. Ich glaube, das könnte ein mögliches Bündnis sein. Wie gesagt, ich glaube, sie ist mit nach Frau Weidel eine der intelligentesten Frauen, die wir in Deutschland wahrscheinlich überhaupt in der Politik haben. In Thüringen, wo im September gewählt wird, liegt die AfD laut einer INSA-Umfrage bei 29%. Die Partei von Sarah Wagenknecht landet hinter der CDU bei 20%. Möglich, dass AfD und BSW nach der Landtagswahl zusammen die absolute Mehrheit erreichen. Eine Koalition mit der AfD schließt das Bündnis Sarah Wagenknecht allerdings aus. Aber Anträgen der AfD will das BSW unter Umständen zustimmen. Heißt, die beiden Parteien könnten womöglich zusammen politische Beschlüsse durchsetzen. Also wenn die AfD einen Antrag stellt, um das mal ein Beispiel zu machen, die Bundesregierung möge feststellen, dass der Himmel blau ist, wenn die Sonne scheint, ja, dann werden wir dem nicht widersprechen, weil das schlichtweg Fakt ist. Also wenn die AfD vernünftige Anträge einbringt, werde ich dem zustimmen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht legt auch bundesweit zu. Laut einer INSA-Umfrage kommt die neue Partei erstmals auf 9%.